Yo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends. Wir schauen uns die Teams an. Taric, Aatrox, Vayne, Miss Fortune und Fiddlesticks bei uns. Bei den Gegnern not connected. Super, drei von denen sind pre-made offenbar. Battle Prime, Sho'gath, Soraka, Ezreal und Gragas. Ja, ich spiele diese Runde Miss Fortune. Ich habe Exhaust dabei, weil sich Taric offenbar geweigert hat, Exhaust mitzunehmen, sondern bei seinem Ignite Pentakill Karthus Warum? Ich hasse Karthus. Das heißt, ja, ich werde schauen müssen. Ja, ich spiele Miss Fortune. Und das eigentlich auch nur, weil sie kein Free-to-Play ist. Nein, ich habe Miss Fortune wirklich nicht. Sie ist einer der wenigen AD-Carries, die ich noch nicht habe und die ich mir kaufen will. Also, ich glaube Miss Fortune, Twitch und noch irgendeiner. Ich weiß es gerade selbst nicht mehr. Schau einfach mal nach. Komm, lad schneller. Oder lad überhaupt mal. Dann halt nicht. Miss Fortune. Und irgendeiner ist da noch. Es sind genau drei. Twitch, Miss Fortune. Wobei ich Miss Fortune an sich schon lange Zeit nicht gemocht habe, weil sie einfach. Ich weiß nicht, ich mag mehr diese. Auto-Attacks, Bam, Champions aller Vayne, Draven, Kog'Maw. Ich mag Ezreal irgendwie nicht mehr so. Ja, ich spiele ihn schon. Der macht auch Spaß, aber ich finde ihn jetzt nicht mehr so cool. Ja, auf jeden Fall Aatrox, Vayne, MF sind free to play. Das heißt, ihr könnt euch denken, worauf das hinausläuft. Warum Karthus? Ich hasse Karthus. Karthus ist immer so einer meiner Lieblingsbans gewesen, lange Zeit, wo K6 und Zed noch nicht so broken waren. Handy will Aufmerksamkeit. Na. You've got dangerous eyes. I like Man sieht that. auch ein paar Neuerungen. Ja, ich fange wirklich mit MF mit Schuhen an. Welcome to Summoner's Rift. Okay, läuft. Not a problem. Was? Lol. Until minions spawn. Wer? Gragas Show. Ich weiß nicht, kann dieses Mimi Insta-Log, please report them all. Ganz ehrlich, das ist Sache des Teams dann. Ich habe eigentlich. Was zum Fick? Minions have spawned. Ja, Tank-Runes sind jetzt bei Flüssig jetzt nicht so schlecht. Naja. I know what I'm doing. Der geht mir jetzt schon wieder voll auf den Piss, weil er kein Wort sagt. Don't get cocky. So.
Sure you can handle me, Summoner? Step 2. Guns blazing. Alter. I've got a good feeling about this. Was ist gerade los wieder? Ich muss einen Last Hit nach dem anderen, ey, das ist raus. Alter, ich habe jetzt schon wieder eine verdammte Wave. I know what I'm doing. First blood. Das gibt's nicht, ey. Sorry, aber endlich. Sure you can handle me, Summoner. Step 2. Was hat der? 15. Sorry, aber was ich da gerade von mir fahre, das ist halt erbärmlich. Not a problem. Das gibt's doch nicht. Ganz ehrlich, was ist gerade los? Don't get cocky. Okay, wir haben Flash provoziert. Nothing but powder monkeys. You've got dangerous eyes. I like that. Bang. Zu. Was zum Fick? Don't get cocky. An enemy has been slain. Also sorry, aber das Game ist doch auch wieder voll verkorkst. Step 2. Ja, ich reg mich gerade unheimlich über meine eigene Inkompetenz auf. Lasst mich. The fun begins. No prey, no pay. Und ich muss schon wieder Zehntausende. Sorry, aber das ist doch gerade schlimm. You've got dangerous eyes. I like that. So. I know what I'm doing. Bang. So. Not a problem.
Guns blazing. Der muss weggehen, genauso wie Kern. Soraka. Okay, mit Christmas. Nothing but powder monkeys. Sehr schön. Ich bin jetzt auch Level 6, hab meine Ulti. Sure you can handle me, Summoner. Ach ja, gewöhnt euch dran, dass sehr, sehr viele AD-Carries in nächster Zeit kommen. Und auch sehr viel mit Jesse zusammen. No prey, no pay. Begins. Don't get cocky. So. Sorry, wenn ich gerade nicht viel reden kann. Hey. Ich muss erst mit dem Farm-Delay jetzt aufholen. So. I've got a good feeling about this. Not a problem. Also so ganz habe ich das jetzt nicht verstanden. No prey, no pay. So, ich habe immer noch zwei Wards. Zwei Healpots. You've got danger. I like that. Bitte hitze mir die nicht so vor, dass. So, Ulti geused. Passt. Don't get cocky. Zum MF gibt es eigentlich auch relativ wenig zu erzählen, außer dass sie halt im Moment der AD Carry mit der höchsten Winrate ist. Blazing. Nothing but powder monkeys. So, ich brauche noch ein bisschen Gold, weil ich will mir erstmal Instant Cleaver kaufen. Ach ja, in meinem Spiel, sie haben sich ein paar Neuerungen gemacht. Ich spiele jetzt durchgehend mit Smartcast. Ich habe die Minimap und alles ein bisschen geswitcht, weil ich das schöner finde. Ich so, ich weiß nicht, ich kann einfach nach links unten schauen als nach rechts unten. The fun begins. So.
Kannst du mir leisten, kurz Track zu kriegen? Und beim Cleaver zu holen. Dazu noch zwei Mana Pots und ein Health Pot extra noch dazu. Und damit geht's wieder zurück auf die Lane. Ich finde, zweier Schuhe braucht im F jetzt noch nicht so sehr und das Cleaver steht ihr göttlich mit der Ulti. 2 Sekunden, sämtliche Gegner haben eigentlich keine Mana mehr. So. Not a problem. Vor allem da weder die Soraka bei denen noch der Ezreal viel Rüstung haben. Und mit meinen 5%. Half-Rang, die ich da hab, geht schon einiges. Sure you can handle me, Summoner. Ja, ja, mal wieder einer der guten alten Blue Ezreal Builds. Ich spiele Blue Ez verhältnismäßig gerne. Step 2. So, Ulti Nummer 2, ich habe 2-0. Kann mir kurz mal Mana Pot rein donnern. Wenn der die jetzt gestunt kriegt. Nothing but powder monkeys. Hat nicht ganz hingehauen. Komm schon. Ich dachte jetzt, wenn ich ehrlich bin, der macht mehr Damage. I've got a good feeling about this. Okay. Beim Farmen geht es jetzt auch wieder relativ gut. Also ich habe höchsten Farm aus dem Spiel. Und das finde ich als Ali Carry eigentlich immer das Wichtigste. Wenn du so, wenn man so wie ich jetzt mal 2-0 hat, das ist göttlich, aber ja klar, so ein Kill gefällt auch mehr Gold als paar, das ist ein bisschen Farm, aber deshalb schaue ich mir mal den, ja okay, finde ich jetzt nicht so Bombe. Kaps ist eigentlich auch ein ziemlich cooler Spieler, also Champion. So, jetzt kann ich mir erstmal das kaufen. Ah, ich hätte sogar noch. Don't get cocky. Ich schreibe es am besten gar nicht dazu. Ignoriert. I know what I'm doing. Also das Cleaver, das steht hier schon mal ganz gut. Glaube ich. Bang. Merkt man auch. I know what I'm doing. Yes.
Komm schon, komm schon. Nein. Sie überlebt halt. Ich stand zu lang in der Tower-Agro drin. Fuck. Das ist so dumm von mir. So. Wir haben 12 9 0 0 3 4 4 2 1 3 1 3 3 5 4 0. Der Fiddle wird wahrscheinlich Probleme machen. Okay, bis auf Ezreal sind alle Ezreal und Kragas. Und die wird keiner ergeben für Rüstung. Wir haben aber eine relativ gute Team-Kombi. Den kriegen wir eh nicht mehr. Warum werde ich mich... So, erstmal Soraka holen. Habe ich die nicht gerade ignoriert? Naja. Jetzt stirbt auf jeden Fall mal diese. Wieso überlebt die das jedes Mal? Was geht mit der ab? Warum kann ich die nicht in einem 1 gegen 1 besiegen? Also alle von denen, die Damage Druck machen, AP-Schaden frei. Boah. Sorry, aber es geht mir gerade voll auf den Piss. Das heißt, ich werde mir jetzt wahrscheinlich erst mal Morph auf Mama kaufen. Ist jetzt nicht so das klassische AD-Carry-Item, aber ich finde es gar nicht mehr so schlecht, auf ihm es gibt passive Werte, es gibt ziemlich viel AD, 55 AD. You've got dangerous eyes. I like that. Ist jetzt auch nicht so übertrieben toll, dass ich sage, oh, okay, wie er halt eiskalt voll drin stehen bleibt. Lifesteal. Sure you can handle me, Summoner. Ich bin 1 gegen 1 zu 1 rausgegangen. Der steht da halt saublöd und wird jetzt auch noch wahrscheinlich voll aggressiv. Told you. Ich will nicht sagen, ich hab's euch ja gesagt, aber ich hab's euch ja gesagt. Und ich hatte leider recht. Sven ist aber auch ein cooler Champion. Sven habe ich mir jetzt auch mal gekauft. Den habe ich eigentlich schon länger, aber ich hatte noch nie wirklich die Möglichkeit, ihn auszuprobieren, weil das letzte Mal, als ich Mitte genommen habe, war eben das Orianna. Und als nächstes habe ich auch einen anderen AP Carry geplant. So macht man das, Mädel. Jetzt geht mein Farm halt gleich als Runde.
Nein. Nicht bekommen. Not a problem. Alter, was ist heute los? Sorry, aber ich kann dieses ganze Report für Snoop kann ich irgendwie gar nicht ab. Not a problem. Wow, du kannst mal ein bisschen Brain aufklassen. Du kannst auch mal Scheiße bauen, aber wegen jeder Scheiße. Ich reporte wegen Lieben. Also Rage Quit. Nicht DCs, nur Rage Quit. Ich liefe wegen. Ich reporte wegen richtig harten Flaming. Und andauerndem Flaming. Aka Spamming dann halt. Und ich reporte, wenn man nicht Brain AFK spielt, weil das kann ich manchmal echt verstehen. Ich reporte wegen. Sobald ich das Gefühl habe, dass sowas wird mit Absicht gemacht. Na fuck, wieso skill ich gerade so schlecht? Ja, ich benutze die W eigentlich relativ selten. Ich backdoor. You've got dangerous eyes. I like that. Step 2. So. Schon mal kurz den Wölfe. No prey, no pay. So. Don't get cocky. Ich brauche aber dann erstmal unbedingt das. Den Schlund. Ich finde den Schlund eigentlich auch ein ziemlich starkes Item. Also persönlich jetzt. Nothing but powder monkeys. Und ich finde es gerade, weil alles von denen, was Damage drückt, drückt AP-Damage. Und die haben eigentlich nur Ads als ADler. I've got a good feeling about this. Und die haben halt auch relativ. Ich kann einfach mal so ein komplettes Team reinrennen und dann einfach mal holen. I know what I'm doing. Not a problem. Und nein, er ist nach oben weggelaufen. An enemy has been slain. Step 2. So. Ich brauche jetzt erstmal den Schlund und danach geht's bei mir Insta aufnehmen. Auf einer Plate. I know what I'm doing. So, ich habe schon die nächsten. Also, die nächsten paar Parts. Also, die nächsten paar Lanes werden auf jeden Fall. Sind schon geplant. Ich werde aber noch nichts dazu sagen, weil es soll ja eine Überraschung werden. So. Sure you can handle me, Summoner. 14.400 Gold brauche ich noch. Ich habe jetzt. Okay, immer noch Platz 1 in der Farm. Bang! So. Set sail! Habe ich nämlich jetzt auch schon wieder.
Der Damage von ihr, das liegt an diesem Cleaver, weil der einfach nur komplett die Rüstung runterdonnert. Aber ich muss an meinem Bild für Sia eh noch minimal arbeiten. You've got dangerous eyes. I like that. I've got a good feeling about this. Ach, super. I know what I'm doing. Unstoppable. What? I've got a good feeling about this. Müsste ich aber wegkommen. Ich hab. Ja, jetzt. Mir fehlt eigentlich noch 600 Gold fast. Oder? Was? Na, fast. Noch ein bisschen mehr als 500. The fun begins. Gibt auch noch Gold. Not a problem. Mein Gold. Was zum Fick? Das ist broken. Das ist so krank. Wie viel Damage ich mit der. Ich habe noch nicht mal wirklich viele reine AD Carry Items. Also, ich baue gerade mein erstes Schwert ab. Aber an sich habe ich ja einen Cleaver, den man nie rushed als AD Carry. Und ich habe Morph, das man eigentlich nie auf einem AD Carry sieht. Und ich krieg jetzt schon so einen enormen Damage. Ja, okay, ich bin jetzt schon hart relativ gut defeated. Also so ist es jetzt auch nicht. So. Ja. 06, der trollt gerade hart rum. 5473511. Was? Ah, 27. Also, ihr seht schon, ich spiele sie sehr gewagt und es klappt ja. Das ist ja das Schöne an der Geschichte, es klappt wirklich. Also, es liegt jetzt ein. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Spiel und das zweite Mal, dass ich richtig gut mit ihr bin. Also, ach, glaub, ich muss nachschauen, was ich im letzten Spiel hatte. No prey, no pay. So. Not a problem. Ja, du ist halt jetzt auch wieder so traurig, dass ich ein relativ gutes Game hab mit ihr. Und dann kommen halt nur kommen halt mal Trolls.
Ich habe jetzt, wenn ich ehrlich bin, keine wirkliche Lust da, 1 gegen 3 reinzubringen. Nein. Sehr schön. Step 2. Ich muss mich auch kurz hochheilen dann. Nerv mich nicht, Kratos. Der hat einen Luck. Ja, okay, ich hab. Verhältnis. Für ein Adi-Carry habe ich jetzt schon recht viel und diese Assistenz. Ich sag's euch, wenn ihr ein ziemlich AP-lastiges Team habt, die auch relativ viel Damage bekommen, zum Beispiel ein Show oder ein Kratos, die halt einfach nur den Juck. Die juckt es nicht, die können an den Adi-Carry rankommen, dann kann ich das Item wirklich sehr, sehr stark verwenden. Einfach mal so den kranken Overkill. Weil habe ich halt 5 Support. Juckt mich nicht. Step 2. Die Falken, ja, ganz ehrlich, es gibt auch kein Gold mehr. Sure you can handle me, Summoner. Ja, die ist jetzt. Soraka ist jetzt auf AP. Ich will nicht, ich bin tot. Domheit. Die Aktion war jetzt echt dumm, aber sie scheinen gut aufzuräumen, dann noch nicht mehr. Da kommt noch ein Kragas, wahrscheinlich auch nicht zum Platte Verzweiflungstest. Ja, Revive eigentlich. Hey, wartet auf mich, ihr Missgeburten. Don't get cocky. Lol. So. Ich hab. Ich hab's überfahren. So, ich brauche mehr Farm. Guns blazing. So. Ich gehe mir ein Red holen. Set sail. 40, 22 schon wieder. Not a problem. I know what I'm doing. Wo ist Kragas? Wo ist... Na, schade. Set sail. So. Wie hat der mich jetzt überfahren? Leck mich, Homo. Ja, ich bin mit dem Farmen. Wenn ich relativ früh viel, viel Farmen krieg, dann auch gut. Gut dabei bin, dann lasse ich mir diese Stellung no sehr ungern. Ja, ich könnte es sogar noch kaufen.
Ja, was glaubst du, was ich hier gerade mache? Den will ich jetzt mal kurz. So. Ich sollte jetzt ganz ehrlich weggehen. Sure you can handle me, Summoner. So. Kurz mal mein Infinity kaufen und dann das eigene. Ja. Also ich würde jetzt mal so grob schätzen, das Game läuft sehr, sehr einseitig, aber kann jetzt halt auch nichts machen. Ich habe bis jetzt noch keinen Blutdünster. Ja, ich baue, vor allem wenn ich sowas wie Shogath, Mundo, Volibear, Olaf, alles was der auf Leben baut, ist mein erstes Lifestyle-Item. Ich immer die Klinge des Geschmacks. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr heute auszocken, ja. Zerstört. Your team has destroyed an inhibitor. Don't get cocky. Der ist so penetrant, der Esmühl. Hochlife-Stil. Ja, hab ich eigentlich gesagt. Ja, 30%. So. Damit sage ich Video Roleplay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Leo.